Aber wie gesagt, normal kann ich schon mehr vertragen wie 3 Gläser Champagne. Wie war das mit dem Doping in der DDR? Das ist eine spannende Frage. Ich habe in einem Bus der Armee, der mich, ich glaube im Jahr 1981, zu einem Fernwettkampf im Kraftsport der NVA, erster Fernwettkampf, gefahren hat, erfahren, dass auch in der DDR im Kraftsport gedopt wird. Kann ich mich bis heute noch sehr gut daran erinnern. Weil ich das nämlich bis dahin nicht wusste. Ich war damals also 19 Jahre alt und habe als 19-Jähriger, der im Bankdrücken schon 150 Kilo gedrückt hat, erfahren, in der DDR wird auch gedopt, im DDR-Kraftsport wohlgemerkt. Und zwar, wie ich dann später erfahren habe, mit den sogenannten blauen Pillen, Oral Turinabol, Chlor, Dehydro, Methyl, Testosteron. Ganz offiziell aufgeführt im DDR-Arzneimittelverzeichnis als Antigeriatikum, aber das wurde dann eben verwendet. Ich habe die Dinger später auch gesehen im DDR-Kraftsport. Die haben die Leute teilweise in ihren Taschen gehabt. Und das war das große Problem, was die DDR damit hatte. Das war nämlich Staatsgeheimnis Nummer 1. Staatsplan 1425, glaube ich jetzt, war das DDR-Doping-Programm. Und mit Hilfe dieses Programms hat es ja die DDR geschafft, in Verbindung natürlich mit einer wahrscheinlich weltweit einmaligen Talenteauswahl, sich als 17 Millionen Land auf Platz 3 der olympischen Rangfolge zu arbeiten. Das heißt also, die ersten und zweiten Plätze haben allgemein die Sowjetunion und die Amerikaner unter sich ausgemacht. Und dann kam also regelmäßig auf Platz 3 DDR. Wenn nicht sogar weiter vorne. Und da muss man sich schon fragen, wenn man sich die Einwohnerzahl der USA und der Sowjetunion damals, also Gussstaaten und so weiter, ansieht, die waren ja über das 15-fache dessen, ja, jeweils, was die DDR zu bieten hatte mit 17 Millionen. Und es war ein Witz im Prinzip. Aber ich habe das später als Lehrer selber erlebt. Da ging dann eben, wenn ich unterrichtet habe, der Klassenraum auf und da stellte Frau Direktor mit zwei mir unbekannten Herren in der 6. Klasse, steht alle mal auf und dann haben die geguckt, wer ist größer als 1,75 in diesem jungen Alter, und dann hieß es, mit den Eltern von den beiden hätten wir uns gerne mal unterhalten, und hinterher habe ich erfahren, die Herren waren vom Rudern und haben Nachwuchs gesucht. Und ich bin ja dann später auch mal von einem Talente-Scout entdeckt worden, als ich 18 Jahre war und Bezirksmeister im Kraftsport-Fünfkampf geworden bin, in Ellefeld im Vogtland. Da war einer im Publikum, der war ganz begeistert und lud mich dann sofort ein nach Karl-Marx-Stadt in die Gewichtheberschmiede. Ich soll mich dort bitte meinem Leistungstest unterziehen. Ich bin dort mit Pauken und Trompeten durchgefallen, weil ich eine viel zu feste Rückenmuskulatur hatte. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin da dort stolz geschwellt aufgetreten, weil ich dachte, mit 150 Kilo Bankdrücken bin ich dort der Star. Das hat mich gar nicht interessiert. Ja, ich habe dann gesagt, ich schaffe im Bankdrücken 150 Kilo. Kraft interessiert uns gar nicht, das machen wir. Die hatten hohes Interesse an einem von diesen ungefähr 15 Teilnehmern, da konnte ein Salto. Ich habe den gesehen, ich habe den gar nicht ernst genommen, ja, weil da wirkte auf mich eher, ja, zierlich. Aber da war in der Lage, ein Salto zu machen, und diese koordinativen Fähigkeiten, die haben die Gewichtheber interessiert. Und die Gewichtheber haben natürlich gedopt. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe den Gerd Bonk so bewundert, der war der erste DDR-Gewichtheber, der 252,5 Kilogramm gestoßen hat. Und damit hat er den Vasili Alexejew von der Sowjetunion geschlagen, ja, der bis dann als stärkster Mann der Welt galt. Ja, und dann war der stärkste Mann der Welt plötzlich ein Gewichtheber aus der DDR. Aber die Geheimnisse, die da eben auch dahinter steckten, sprich also diese DDR-Doping-Forschung, die durfte natürlich nicht ans Licht kommen. Das Problem war jetzt, die Kraftsportler haben sich das Zeug versorgt. Ja, das heißt, die DDR-Kraftsportler sind dann über alle möglichen Wege, die ich dann später, als ich meine erste Dissertation geschrieben habe, nee, Entschuldigung, die zweite Dissertation geschrieben habe, da sind die reingekommen. Ja, die haben also teilweise auch private Kontakte mit olympischen Sportlern gehabt und hatten aber gleichzeitig auch Westgeld.
weil sie in Berlin, ja, in Ostberlin als Türsteher gearbeitet hatten, haben dort Westgeld eingenommen von Westberliner, die in Ostberlin eine Frau abfassen wollten. Die hatten teilweise geschneiderte Hosen, wo sie das ganze Westgeld in Scheine unterbringen konnten. Und für das Westgeld haben die dann von den DDR-Spitzensportlern Anabolika abgekauft. Ja, also das war ein Weg. Ja, es ist irre, wenn man sich das überlegt, was da für Wege waren. Und auf diese Art und Weise waren die quasi alle gedopt. Also, oder fast alle, jedenfalls an der Spitze. War das mehr oder weniger normal. Ich kann mich erinnern, ich war 1988, glaube ich, in Leipzig, oder war 87, weiß ich nicht genau, ein Wettkampf wird gemacht, Qualifikation der DDR-Meisterschaft, und kam dort mit jemandem ins Gespräch und er sagte, irgendwie, wie nimmst du nicht? Ich sage, was jetzt? Na, blaue. Ich sage, wie, ich nehme nichts. Und da wurde der fuchsig. Du willst dich wohl verarschen, du kriegst gleich mal auf die Fresse. Ja, also in diesem Ton. Ja, ich dann sagte, okay, lass mich zufrieden hier. Hätte ich vielleicht auch einen zweiten Platz gemacht. Der Frank Pentorf war nicht der Schwächste. Aber ja, ich habe eben gemerkt, ich bin dort ein Exot, als jemand, der nicht gedopt ist. Ja, und deshalb hatten die eine riesen Angst, weil wenn bei einem internationalen Wettkampf, zum Beispiel in Marienbad, Marianske Lasen in Tschechien, wo die DDR-Bodybuilder teilgenommen haben, wenn dort jemand von der IFBB gekommen wäre und hätte gesagt, jetzt machen wir einen Dopingtest, und die DDR-Bodybuilder waren aufgefallen und das hätte in der Westpresse gestanden, dann hätte ja kein Mensch jetzt danach gefragt, ob das Bodybuilder waren oder Eiskunstläufer oder Kugelstoßer, dann hätte dort gestanden, DDR-Sportler gedopt. Und das wollten die nicht. Das habe ich auch später dann in den Stasi-Akten gelesen, als ich dann eben meine zweite Dissertation über die DDR-Kraftsportgeschichte geschrieben habe. Die hatten davor eine Heidenangst. Deshalb durften die nicht ins kapitalistische Ausland. Das war der Hauptgrund. Ja, und die durften an sich noch nicht mal im sozialistischen Ausland, also gerade in Polen, Tschechien, Ungarn, teilnehmen, sobald dort in irgendeiner Weise Bodybuilder aus dem Westen teilgenommen haben. Da hieß es eigentlich, da habt ihr sofort die Sachen zu packen, abzureißen. Das haben die Leute dann nicht gemacht. Da gab es dann, du das aber gar nicht machen, also da gab es wirklich richtig Ärger, aber das haben die billig in Kauf genommen. Ja, weil, was wollten sie denn machen? Aber das war eine andere Frage. Ja, da gab es richtig, richtig Ärger diesbezüglich. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, in Marianske Lasen, im Marienbad, habe ich das miterlebt, da war dann der Albert Busek 1980 eingeladen, das war damals der Chef, Vorsitzende vom Deutschen Bodybuilding Kraftsportverband der Bundesrepublik Deutschland, und stand dort auf der Bühne und hat dort mit dem Dr. Nosek, der das Turnier organisiert hat, eine Ansprache gehalten, und dann hieß es, wollen den Vertreter der DDR-Delegation hochhaben, und das sollte eigentlich der Verbandsvorsitzende Peter Butze hochkommen, der Butze war, glaube ich, Stellvertreter damals, und hat gesagt, ich gehe nicht. Da hat er zum Luther Hessel gesagt, geh du mal, das war einer von seiner Sektion, der Sektionsstellvertreter wohl, aber er wollte nicht auf der Bühne gesehen werden, damit es eben keinen Ärger gibt, wenn dann Fotos gemacht werden, die in der Westpresse sind, und er ist dort zu sehen, zusammen mit dem Albert Busek. Hat er gesagt, das können wir nicht machen, kriegen wir Ärger. Also die DDR-Kraftsportfunktionäre, Bodybuilding-Funktionäre, die haben dort wirklich eine Gratwanderung geleistet. Und Peter Butze war für mich das absolute Vorbild in der Fahrt. Hat er gesagt, wir gehen genau so weit, wie wir dürfen können. Und manchmal auch ein kleines bisschen weiter. Das hat er immer wieder zu mir gesagt. Aber er hat eben genau gewusst, wo Schluss ist. Wenn er weitergemacht hätte, hätte er der Sache mehr Schaden zugefügt als Nutzen. Das haben wir auch erlebt. Wir hatten da einen Namen, will ich jetzt nicht nennen, von Leipzig, ein Funktionär. Da war eigentlich Vorsitzender. Ja, das will kein nachlesen, aber das ist nicht mein Problem. Der Vorsitzender vom Kraftsportverband. Und der hat in seiner Naivität dann von dem Oral Turinabol gehört und hat das tatsächlich als eine Art Faltblatt, als Omic-Abzug, also eine Art Kopie, würde man heute sagen, dann an die DDR-Kraftsportsektionen geschickt, wo er geschrieben hat, man soll das Oral Turinabol nicht zu hoch dosieren, es könnte gesundheitliche Schäden geben. Das war damals noch der offizielle Tenor, Anabolika, ja, da war man nicht so richtig im olympischen Sport sich im Klaren, wie man damit umgeht, aber die DDR-Sportler sollten auf gar keinen Fall da irgendwie enttarnt werden. Da waren sich die DDR-Offiziellen ganz stark einig. Und jetzt kam plötzlich so ein Fallblatt, wie man mit Oral Turinabol umgehen sollte. Und innerhalb von wenigen Wochen war dieser Leipziger Funktionär seinen Job los, als Vorsitzender der DDR-Kraftsportler. Und da ist dann Peter Butze Interimsvorsitzender geworden und dann wurde es jemand anders. Aber erstmal war es eben so, wie es war. Ja. Das durfte nicht ans Licht.
Spannend war es dann für mich, als dann 1987, 88 ein oder zwei Bücher über Kraftsport erschienen sind in der DDR, wo dann so ganz kryptisch geschrieben wurde, von der Einnahme muskelaufbauender Medikamente ist abzuraten. Ja, und dann waren ja auch zum ersten Mal 1986 in Rostock bei der DDR-Meisterschaft ja im Vorfeld Dopingkontrollen angekündigt wurden. Und da kann mich noch erinnern, ein Berliner Bodybuilder, Uwe Finger, den Namen habe ich vergessen, da fragte dann noch, ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Wieso wird denn hier was kontrolliert, was es ja nicht gibt in der DDR? Gibt doch kein Doping. Ja, so. Ja, und das, wo ich dachte, oh, hör mal genau hin, was jetzt passiert. Und da fing die dann auch ganz stark an rumzuunken. Aber ja, offiziell war in der DDR Doping nicht existent. Ich kann mich erinnern, ich war ja nun damals nicht so ganz schmal. Ne? Meine Direktorin, meine Schuldirektorin, damals, als ich neu angefangen habe, 1986, hat mich gesehen. Okay, Biochemie hat er gelernt, aber da macht er jetzt noch Sportunterricht. Ne? Zack, so, da kann das. Und da habe ich Sport unterrichtet. Und da stand ich immer mit Schülern dort so in dieser Turnhalle, die wir da hatten, an der Wandzeitung. Und da waren ein paar Zeitungsausschnitte. Und da fragte mich so ein Schüler, Herr Müller, wurde in der DDR gedopt? Da habe ich gesagt, davon kannst du mal ausgehen. Und das hat zufällig eine stellvertretende Direktorin gehört und die kam dann zu mir und da musste ich antreten, das sei erzieherisch nicht wertvoll, ich soll die Klappe halten. Ja, so, und das wäre nicht wahr. Das war sowieso wahr, war das, was die Funktionäre gesagt haben. Alles andere war definitiv unwahr. Ja, aber das war ein Punkt, mit dem ich dann gehadert habe. Es gab noch mehr. Das war der, also was ich weiß, relativ lang dauert, bis dieser Staatsplan-Doping dann aufgearbeitet wurde. Wie meinst du das jetzt konkret? Also ich glaube, das ist ja dann erst in den 2000er Jahren oder was aufgearbeitet worden. Dass ja zum Beispiel, also jetzt nicht unbedingt vom Bodybuilding her, aber aus der Leichtathletik oder so die Heidi Krieger, die ist ein Begriff. Ah, ja. Und dass dann halt dann, also haben sie dann erstmalige Athleten getraut, sozusagen, dass das halt sagen, was da abgelaufen ist. Ja klar, weil vorher, das war eine Katastrophe gewesen. Also wer davor ausgepackt hätte, der wäre vom Club gefeuert worden. Wahrscheinlich hätte er eine Anklage gekriegt, wahrscheinlich hätte die ganze Familie Ärger gekriegt. Also das wäre nicht auszudenken gewesen, wenn in der DDR ein Sportler angefangen hätte, über Doping zu reden. Ja, also es gab ja verschiedene Paragraphen, die man dann beliebig interpretieren könnte. Das wäre wahrscheinlich dann Verleumdung der Staatsführung gewesen und Verleumdung der DDR insgesamt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dafür sogar Haftstrafen gegeben hätte. Ja, also das habe ich nie in der DDR irgendwann erlebt. Eine Ausnahme fällt mir gerade ein. Und zwar, die habe ich in meinem Buch, glaube ich, mit geschildert. Aber die war eben nicht so bedeutsam. Aber das ist eine harte Lage geworden, was du da gemacht hast. Das war während meines Studiums in Köthen bei Halle an der Pädagogischen Hochschule Wolfgang Radke. Da war irgendwann, ich glaube, im Jahr 1984 ungefähr, 83, 84, eine Veranstaltung angesetzt. Da ging es um DDR-Sport. Da waren also Studenten eingeladen, die sich interessieren, und da waren unter anderem eingeladen Jürgen Sparwasser, der DDR-Nationalfußballheld, der also das Tor damals gegen die Bundesrepublik geschossen hat, bei irgendeinem denkwürdigen Länderspiel, und dazu die DDR-Handball-Nationalmannschaft, ja, und die saßen dann da vorne. Und ich saß dabei und habe mir vorgenommen, Müller, du hast die Schnauze, du sagst ja nichts. Aber dann meldete sich ein Mitstudent und fragte als erste Frage gleich, wird in der DDR gedopt? Und da fing die vorne an, da zu Rate brechen, dass das also sich nicht vereint mit dem Ethos eines sozialistischen Sportlers und dass wir als überlegene Sportnation das auch gar nicht nötig hätten und dass wir also gewinnen, weil wir eben ja besser trainiert sind und weil die DDR-Sportwissenschaft dem bundesdeutsch verfallenen Sportsystem haushoch überlegen ist und Leuten, dann machen wir es zu viel, weil ich bin mitunter etwas cholerisch.
Und da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich soll lieber die Klappe halten, weil ich glaube, Arzneimittelverzeichnis Seite 235 steht Oratorin Abul, können Sie nachlesen, ich soll lieber darüber reden, wie man mit dem Zeug umgeht und wie man es aus der Welt schafft. Und ich habe euch da selber reden gehört, wie ich manchmal so bin, und dachte mir dann nachher, okay, mal sehen, wenn Sie dich wollen, dann wirst du extra matrikuliert. Aber interessant war, als wir dann auf dem Rückweg waren, da haben mich dann diese Handballer beiseite genommen und haben gesagt, du, wir haben dich gleich gesehen, aus welcher Ecke du kommst, sonst hätten wir natürlich ganz anders geantwortet. Ja, weil die haben dann erzählt, dass das für sie kein Thema ist. Der Jürgen Sparwasser hat sich dann hingestellt und hat gesagt, im Fußball spielt übrigens sowieso keine Rolle, da kommt es Koordination an. Ja, aber das fand ich dann auch wieder beeindruckend, dass ich als Kellerkind des Sportes, weil DDR-Kraftsportler, das waren ja quasi Kellerkinder im übertragenen wie im Wortsinn, die haben ja vielfach im Keller trainiert, aber die wurden auch nicht ernst genommen. Aber von den anderen Leistungssportlern wurden wir ernst genommen. Und das war das Interessante, das hatte mal ein DDR-Kraftsportler gesagt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, DDR-Bodybuilding ist Leistungssport auf Volkssportniveau. Das heißt, da wurde auf Volkssportniveau Leistungssport betrieben. Volkssport war also alles, was nicht olympischer Sport war. Und Leistungssport war eben das, was dann eben quasi bei den olympischen Wettbewerben und bei Weltmeisterschaften im Ausland mit unterwegs gewesen ist. Ja. Aber das war eben die große Angst, weil die DDR wollte sich mit diesen Spitzensportlern profilieren. Wir haben ja da mal gedacht, nach außen, nee, nach innen. Es gab 1990 eine Kienbaum-Konferenz, Kienbaum-Konferenz des DDSB. Da war Manfred Ewald als DDSB-Vorsitzender schon abgewählt, da war dann Manfred Eichler, hieß er wohl, Vorsitzender. Und der hat dort ausgesprochen, dass der DDR-Sport primär eine innenpolitische Funktion hat. Er soll den Stolz der DDR-Bürger auf ihr Vaterland erhöhen. Was ja auch teilweise so war. Ich habe ja dann die Stasi-Akten gelesen und dann in Leipzig in den Akten des DDSB, Sabmo ist eine Abkürzung, staatliches Archiv, Parteien, Massenorganisationen. Da gab es also jede Menge Unterlagen dazu, wie ehrgeizig manche Eltern waren. Die wollten unbedingt ihre Kinder zum Sportclub bringen. Die wollten ihre Kinder auf dem Fernsehschirm sehen. Und da stand sogar dann drin, bekommen meine Kinder auch wirklich genügend unterstützende Mittel. Wenn die Kinder beim Sportclub waren, also so weit ging das, ja, das war natürlich alles geheim. Ne? So, aber die haben auch alle geglaubt, wenn es in der DDR Doping gäbe, dass es überhaupt kein Doping ist, weil das war ja abgesegnet, das sind eine Medikamente, die sind aber kein Doping. Und die Ärzte wissen das schon, was sie machen. Das habe ich nach der Wende erfahren oder während der Wende erfahren, als es dann alles ruchbar wurde. Habe ich auch eine interessante Story dazu zu erzählen, dass dann wirklich gläubige Kommunisten mir sagten, ja, aber das war doch alles sportärztlich überprüft. Wir waren ja gezwungen, im Klassenkampf diese Mittel einzusetzen, weil der böse Klassengegner die auch einsetzt. Aber bei uns haben es die Sportärzte überwacht. Ja, Pustekuchen, da haben jede Menge Leute Leberschäden gehabt. Ja, da gab es auch Tote, stand auch in den Stasi-Akten. Ja, was ich noch sagen wollte, interessanterweise, das erste DDR-Doping-Skandälchen, was man dann eben wirklich hatte, was durch die Presse ging, das war dann ausgerechnet die Kraftsportlerin. Ja, ich will den Namen jetzt nicht nennen, das war eine Berliner Bodybuilderin, die hat man bei einem Doping-Test, ich glaube, irgendwo in Ungarn positiv getestet und die hat man dann in der Presse durch den Kakao gezogen nach dem Motto, guck mal, wie offen wir jetzt sind, wir reden jetzt offen über Doping, aber da hat man eben keine Eiskunstläuferin genommen oder keine Leichtathletin, sondern eine Bodybuilderin, damit man gleich irgendwo das in die richtige Richtung lenkt, wo dann also der Volkssturm hingeht und wo er bitteschön nicht hinzugehen hat. Jetzt vielleicht eine sehr spezifische Frage, aber wenn es so viele Leberschäden gab, wieso hat man sich nicht mehr auf injizierbare Steroide verlassen, sondern eher mehr oder eigentlich nur auf orale? Da könnte ich jetzt eine typische Antwort geben, die du in jedem DDR-Laden hören könntest. Haben wir nicht. Also es gab es nicht. Ja. Also es gab in der DDR das Oral-Turinabol, wenn dann eben immer rangekommen ist. Ne, das waren die blauen Pillen. Und es gab dann wohl noch ein sogenanntes STS-646, aber das habe ich zum ersten Mal dann auch wirklich später in den Stasi-Akten gelesen, wo ich dann eben meine Doktorarbeit geschrieben habe. Davon habe ich in der DDR nie was mitgekriegt. Ja, das ist, Das war aber auch marginal. Also es gab faktisch nur die Blauen. Es gab nichts, was man spritzen konnte. Do it! Do it!
Come on, come on.